Wer kann sich noch erinnern? Als Disney damals Star Wars übernahm, machte man noch Witze darüber, dass die Stormtrooper wohlmöglich noch anfangen würden zu singen. Gonna be a Jedi Knight, like no one has become. You're a slave and eight and underweight, and I own you and your mom. Ja, das war natürlich ein Scherz. Niemand würde auf eine solch absurde Idee kommen, ein so hochkarätiges Franchise dermaßen gegen die Wand zu fahren. Heute, 10 Jahre später, ist aus dem Scherz bittere Realität geworden. Nicht im Star Wars-Universum, sondern im MCU. Denn in The Marvels wird tatsächlich gesungen, aber nicht die ganze Zeit über als stilistisches Mittel, sodass man sagen könnte, The Marvels ist eine gesonderte Auskopplung und ist zu verstehen als Gag oder als Kinderfilm mit Musical-Einlage. Das wäre ja noch in Ordnung gewesen. Nein, wir haben es hier mit der offiziellen Fortsetzung zu Captain Marvel zu tun. Es ist ein Film nicht mit FSK 0, sondern FSK 12, also so wie Endgame. Was ich will, kannst du mir nicht geben. Und das Bittere ist, der Part, in dem gesungen wird, ist eher noch ein besserer Moment des Filmes. Denn The Marvels ist komplett sinnlos. Ein Film für niemanden. Er ist nicht zu empfehlen für Erwachsene und nicht zu empfehlen für Kinder. Nicht für Marvel-Fans, allenfalls vielleicht noch für besonders modern aufgestellte, hochintellektuelle Filmkritiker, die in allem irgendwie Kunst erkennen. The Marvels ist die 270 Millionen Dollar Verfilmung des berühmten Sack Reis, der in China umkippt. Und ja, es tut mir weh, das so zu sagen, denn wer unseren Livestream diesen Dienstag verfolgt hat, der weiß, dass ich bis zuletzt gehofft hatte, dass The Marvels vielleicht doch ein kleiner Überraschungshit wird. Das ist aber nicht das Verrückteste, das ich heute gehört habe. Naja, es ist noch früh. Und das hat zwei Gründe. Der eine ist, dass Brie Larson in mir so ein bisschen den Beschützerinstinkt weckt. I am committed to self-improvement and I work at being the best person that I can be and using this platform for as much good as I can. Irgendwann, so dämmert es mir, habe ich sie mal als ernstzunehmende, überaus talentierte Schauspielerin wahrgenommen. Aber das muss wohl in einem fernen Paralleluniversum gewesen sein. Denn offensichtlich tun ihr die ganzen Marvel-Auftritte nicht gut. Und offensichtlich weiß sie das auch, kann aber wegen des kurzen Erfolgs nicht die Finger davon lassen. Es ist so ein bisschen wie bei einer Drogenabhängigen. How long will you play Captain Marvel for? I don't know. Does anyone want me to do it again? Don't be so modest. I don't know. I really don't know. I don't have the answer to that. Nun mag es seltsam klingen, Mitleid mit einer millionenschweren Schauspielerin zu haben, aber sorry, ja, das ist nun mal, was Larson in mir weckt, wenn ich sie in Interviews sehe und erkenne, wie sich die gesamte Verbitterung über die Fans, ja eigentlich alle Menschen da draußen, in ihr versteinertes Gesicht gefressen hat. Am I saying that I hate white dudes? No, I'm not. But what I am saying is that do not need a 40-year-old white dude to tell me what didn't work for him about A Wrinkle in Time. Dass sich Larson bei Interviews regelmäßig wie ein Elefant im Porzellanladen verhält und damit quasi eine Art Prototyp Rachel Zegler ist. Would Brie Larson work out? Like, hypothetically, would I at some point? Is that like a personal attack or something? Or is that a request? Do you think I should? Yeah, I work out a lot. Führe ich darauf zurück, dass sie bei all der Fanschelte eine gigantische Barriere zwischen sich und der nahezu kompletten restlichen Menschheit errichtet hat. Und ja, ich fürchte, dieser Frust hat sich letztlich auch in ihr Schauspiel übertragen. In Endgame jedenfalls wirkte sie mimisch und körpersprachlich so, als sei sie diejenige, die die gesamte Menschheit auslöschen will. Beim letzten Mal hattet ihr mich noch nicht. Hey, für die Neuen hier. Alle Anwesenden kennen sich mit dem Leben als Superheld aus. Und wenn ich das mal fragen darf, wo bist du eigentlich die ganze Zeit gewesen? Im Universum gibt's noch mehr Planeten. Hör zu, Pelzgesicht. Mein Einsatzgebiet ist ziemlich groß. Das, was auf der Erde passiert, das passiert überall. Halten wir doch einmal kurz inne und überlegen, was für einen gigantischen Bösewicht Larson hier hätte abgeben können. Ein Fiesling, der die Erde vernichten will. Und das in Übereinstimmung mit ihrem Verhalten hinter der Kamera. Das wäre die Performance ihres Lebens geworden. Oscar-verdächtig.
Stattdessen musste Larsen aber die dumme Menschheit retten und dabei so ein Gesicht machen und solche Interviews geben. Hey. You don't do... See, I do all my stunts. I did my stunts because I thought that's what everyone did. And then... Das sind die Momente, da würde ich Bree gerne in den Arm nehmen und ihr sagen, dass sie einfach die Finger von dem Disney-Zeug lassen soll und dass dann alles wieder gut wird. Nun hat sie die Finger wieder nicht von der Disney-Droge lassen können und ist erneut als Captain Marvel angetreten. Und ich fürchte, The Marvels hat kaum was an Brees üblem Image geändert. Doch dazu später. Lasst uns erst einmal von vorne beginnen. Captain Marvel erschien in den originären Comics erstmals 1967 und sah damals noch so aus. Marvel war auch schon bei seinen ersten Auftritten ein Abkömmling der Kree-Rasse und auch damals schon ein eher uninteressanter Charakter, für den sich kaum jemand interessierte. Deswegen ließ man ihn 1982 an Krebs sterben. Der nächste Captain Marvel war dann Monica Rambeau, eine ehemalige Polizistin, die durch den Kontakt zu einer außerirdischen Energiequelle in die Superheroine mutiert und zwischenzeitlich sogar Anführerin der Avengers wird. Dass Carol Danvers in den Comics zu Captain Marvel wurde, geschah tatsächlich erst 2012. Denn Danvers erschien in den Comics zwar auch schon in den 60ern, war aber zunächst lediglich eine Kollegin von dem ursprünglichen Captain Marvel und ließ sich mehrfach von ihm retten. Da Danvers auch eine Kree-Herkunft hat, entdeckt sie später ihre Superkräfte und nennt sich nun längere Zeit Miss Marvel. Als Danvers dann schließlich 2012 zu Captain Marvel wurde, rückte die 16-jährige Kamala Khan auf den Platz als Miss Marvel nach. Khan, Rambeau und Danvers. Das sind denn auch die drei Comicfiguren, die nun im Mittelpunkt von The Marvels stehen. Und diese Konstellation ist, gelinde gesagt, mutig und nicht gerade vielversprechend. Schauen wir uns das einmal im Detail an. Rambeau und Danvers traten erstmalig in der MCU-Verfilmung Captain Marvel von 2019 auf. Ich bin nicht wirklich die, für die du mich hältst. Der Streifen war zwar kommerziell erfolgreich, ist jedoch bei breiten Teilen der Zielgruppe ziemlich verhasst. So hat er bei Rotten Tomatoes mit 45% die niedrigste Publikumswertung aller MCU-Filme. Im Zentrum der Kritik steht Captain Marvels Übermächtigkeit und das hölzerne, teils arrogant wirkende Spiel Larsens. Was geht da vor? Was Fans auch bitter aufgestoßen haben dürfte, ist, dass der ursprüngliche Captain Marvel hier in diesem Film auch vorkommt, allerdings gegen eine Frau ausgetauscht wurde, die von Annette Bening gespielt wird. Dass Larsen dann auch noch auf dem ein oder anderen Interview ausglitt, hat sein Übriges getan. How long will you play Captain Marvel for? I don't know. Does anyone want me to do it again? Und ich fürchte, ihre Auftritte in anderen Marvel-Verfilmungen haben da auch nicht viel geholfen. Und dass man ihr dann auch noch die 80er-Jahre-Frisur einer russischen Speerwerferin verpasst hat, naja, das passt halt dann eben alles zusammen, um das ultimative Triggerobjekt zu kreieren. Und das ist ja bekanntermaßen eine Spezialität des Hauses Disney. You know, there's skill, and there's talent. And I just happen to have both, along with a generous amount of arrogance. Eine Captain Marvel-Fortsetzung mit Brie Larson als Star-Vehikel ist also, euphemistisch gesagt, mutig. Aber wir haben ja noch Monica Rambeau, die ebenfalls in Captain Marvel auftrat und dann später noch in der ebenfalls ziemlich unbeliebten Serie WandaVision. Doch wenn ich 10 zufällig ausgewählte Personen auf der Straße frage, wer Monica Rambeau ist, bekomme ich nur das hier zu hören. Okay, du kennst dich aus mit Marvel? Ja. Okay, weißt du, wer Thor ist? Ja. Weißt du, wer Iron Man ist? Ja. Weißt du, wer Captain America ist? Ja. Weißt du, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger, wer Wanda Maximoff ist? Ja. Okay, weißt du, wer Monica Rambeau ist? Nein. Hast du den Namen schon mal gehört? Monica Rambeau. Klingelt da irgendwas? Nein. Okay. Ist die Mama von John Rambeau. Du bist Marvel-Fan, kann man sagen, oder? Ja, Markus, das bin ich. Seit wie vielen Jahren bist du Marvel-Fan? Boah, ich bin jetzt 49, ich bin mit den Comics groß geworden, also zig Jahrzehnte. Okay. Kannst du mir erklären, wer Monica Rambeau ist? Monica Rambeau? Rambeau ist also, vorsichtig ausgedrückt, kein Tony Stark. Und Teyonna Paris ist kein Robert Downey Jr. Sie eignet sich also auch nicht als Publikumsmagnet.
Zuletzt bleibt nur noch Kamala Khan übrig, gespielt von Iman Vellani, also der Superhelden-Teen, der durch die Miniserie Miss Marvel geführt hat. Eine Serie, die mir solche Kopfschmerzen bereitet hat, dass ich mich heute noch davon erholen muss. 60 Minuten Zeit für Spaß auf der AvengerCon. Und um 20 Uhr endlich der Grund, weshalb ich nähen gelernt habe und du jetzt airbrushen kannst. 6 Folgen, deren Schmerzfaktor für mich persönlich ungefähr bei dem von Netflix Resident Evil liegt. Ja, und dieser Vergleich hinkt gar nicht allzu sehr, denn die Ähnlichkeiten zwischen Resident Evil und Miss Marvel sind aus meiner Sicht eindeutig vorhanden, wobei ich Miss Marvel dann doch ein paar Credits geben muss. Denn die Serie ist eine Serie für Kinder, und zwar hauptsächlich für muslimische Kinder, Hauptzielgruppe Mädchen. Anders als Resident Evil ist sie somit auch ab 6 Jahren freigegeben und irgendwo in dieser Größenordnung dürfte dann auch die Hauptzielgruppe zumindest der ersten 3 Folgen liegen. Keinesfalls älter als 12, dafür sind dann doch zu viele Momente schlicht zu kindisch und zu albern. Hier. Echt jetzt? Entschuldige, Zoe. Ich werde hier also absichtlich nicht angesprochen und daher würde es der Serie nicht gerecht werden, würde ich sie genauso bewerten wie eine Produktion, die auch Erwachsene ansprechen soll. Mein Gefühl ist aber, dass Miss Marvel für Kinder zumindest recht solide, trashig, infantile Unterhaltung bietet. Und Kamala ist auch nicht so eine verzogene Neureichengöre wie Resident Evil Jade, sondern grundsätzlich ein anständiger, liebenswürdiger Charakter, der dann aber leider diese typischen egozentrischen Disney-Ausfälle bekommt. Etwa, wenn sie ihren besten Freund, der ganz offensichtlich in sie verschossen ist, immer mal wieder benutzt, wenn sie ihn braucht, während sie mit einem anderen Kerl datet. Aber Kamala spielt tatsächlich vom Sympathiewert her sicherlich in einer ganz anderen Liga als Kit oder Jade. Aber Miss Marvel ist zunächst immer noch übelster Trash. Lauter dumme Erwachsene, laute, super schlaue Teens. Eine Konstellation, die ich schon als Kind schwer erträglich fand. Die Serie ist schlecht geschrieben, schlecht gespielt und strotzt vor pointenfreien Gags. Auf der anderen Seite wird Miss Marvel zur 5. Folge hin urplötzlich bierernst. Wir reisen in die Vergangenheit und erleben die düstere Ära der Teilung Indiens. Diese Passage würde ich meiner 7-jährigen Tochter allerdings niemals zeigen, weil sie überhaupt nicht kindgerecht ist. Darüber hinaus wird dieser historische Teil der komplexen Situation rund um die Gründung Pakistans einfach nicht gerecht. Hier wird die hinduistische Perspektive komplett ausgeblendet. Und ich finde, das kann man so einseitig erst recht nicht Kindern präsentieren. Disney findet hier einfach nicht den richtigen Ton zwischen klamaukiger Kinderserie und düsterem Historiendrama und ich habe keine Ahnung, für wen diese Serie gemacht sein soll. Miss Marvel funktioniert somit weder als Kinder- noch als Erwachsenenserie. Sie ist für niemanden gemacht und für mich persönlich erst recht nicht, deswegen war mir wohl auch nach jeder Folge speiübel. Ich habe mir das nukleare Zeug trotzdem reingezwängt, um hier eine ordentliche Review zu The Marvels abzugeben. Was man aber sagen kann, ist, dass diese Miss Marvel sich wohl kaum eignet, um auch ein erwachsenes Publikum in einen MCU-Film zu locken, der in Deutschland immerhin mit einem FSK 12 versehen ist. Demgegenüber steht ein Budget von fast 300 Millionen Dollar. Das heißt, dass The Marvels etwa 750 Millionen knacken muss, um überhaupt seine Kosten reinzuholen. Sprich, The Marvels ist als Blockbuster-Projekt eine absolute Harakiri-Aktion. Einem 300 Millionen Dollar-Film, der uns über 3 Stunden unterschiedliche Raufasertapeten zeigt, würde ich deutlich mehr Chancen zurechnen. The Marvels ist aus unternehmerischer Sicht also absoluter Wahnsinn. Und dementsprechend sind die Boxoffice-Prognosen auch dergestalt, dass man an der Stelle, an der aktuell die Disney-Studios stehen, demnächst einen gigantischen Krater erwarten darf. Ich ging also mit gemischten Gefühlen in den Film. Einerseits mit einer Erwartungshaltung wie vor der 2. Staffel Ringe der Macht, andererseits aber auch mit einer gewissen Sympathie für den Underdog, weil ich so wahnsinnige Harakiri-Aktionen ja irgendwie schon faszinierend finde. Und Disney und Sympathie, diese Gefühle gingen schon lange nicht mehr bei mir zusammen. Zudem finde ich bei all der Kritik an Miss Marvel, dass Kamala an sich als Figur nicht schlecht angelegt war. Sie ist ein grundsätzlich anständiger Charakter, der auch optisch einfach mal was ganz anderes darstellt.
Ich habe dahinter durchaus Potenzial gesehen und habe Kamala sogar zugetraut, dass sie aus The Marvels den von mir erhofften Überraschungsfilm macht. Und diese Hoffnung hatte ich, bis wir etwa 10 Minuten im Film waren. Denn zunächst musste ich feststellen, dass das Potenzial hinter Kamalas Figur nicht in einer einzigen Szene des Films auch nur ansatzweise geborgen wurde. Kamala bringt ganz zu Beginn einmal den Gag, dass sie ein totaler Fan der Avengers ist. Und als sie dann in einem absurden Moment erstmals auf Nick Fury trifft, lässt sie das kreischende Fangirl heraus. Und da musste ich tatsächlich noch etwas schmunzeln. Das Dumme ist nur, dass Kamala über 45 Minuten lang darauf reduziert wird, genau diesen Gag immer und immer wieder zu wiederholen. Hi. We're looking for Kamala Khan. Und das ist so ein bisschen wie bei dieser legendären Foltertechnik, bei der man einen Tropfen Wasser wieder und wieder auf einen kahl rasierten Schädel prallen lässt. Was sich anfänglich vielleicht noch gut anfühlt, wird irgendwann zu einem Schlag wie mit einem stahlumsäumten Baseballschläger. Als Kamala nun immer und immer wieder rief: Oh Wahnsinn, das ist Nick Fury, das ist Carol Danvers, oh Wahnsinn, ich bin in ihrem Team, bekam ich ganz, ganz üble Gewaltfantasien, für die ich mich sehr, sehr schäme. Und dass Kamala sich später noch dafür entschuldigen wird, die ganze Zeit über so ein nerviges Fangirl gewesen zu sein, macht diese Momente nun mal auch nicht ungeschehen. Aber auch sonst bleibt Kamala nur an der Oberfläche und soll nicht mehr als witzig sein. Aber sie ist es nicht. So ziemlich keiner ihrer Sprüche zündet. Und als sie gefragt wird, woher sie den Armreif hat, der ihr die Superkräfte verleiht, fasst sie die ganze Absurdität des aktuellen MCUs zusammen. Meine Oma hat ihn mir per Post geschickt, beschreibt sie das, was wir in Miss Marvel gesehen haben. Das soll vielleicht witzig sein, ist es aber nicht. Tatsächlich ist das nur eine Bankrotterklärung für den Rotz, den sich Disney-Autoren aus den Fingern saugen, um im mittlerweile komplett ausgelutschten Marvel-Universum noch irgendwas zu konstruieren, was einer Handlung nahe kommt. Wir sehen Kamala nie wirklich um etwas bangen oder echte Emotionen zeigen. Ihre Familie macht sich Sorgen um sie, aber Kamala macht sich nie echte Sorgen um ihre Familie. Das Einzige, worum sie sich schert, ist Abenteuer mit ihren Idolen zu erleben. Und das ist nicht sehr sympathisch. Sie strahlt nie echte Verzweiflung aus, scheint sich auch nie wirklich um die Lebewesen zu scheren, deren Welten da gerade bedroht sind, und hat keinen einzigen berührenden Charaktermoment. Hinzu kommt, dass auch aus Kamalas für Marvel ungewöhnlicher Optik nichts gemacht wurde. Sie ist körperlich nicht sonderlich fit und das ist ja auch gut so und sollte sie besonders machen. Doch anstatt, dass sie diese mangelnde körperliche Fitness mit Cleverness und kreativem Einsatz ihrer Fähigkeiten ausgleicht, kann sie sich in den entscheidenden Momenten dann doch sehr schnell, flink, agil und übermenschlich bewegen. Und zwar immer dann, wenn die Autoren das so wollen. Kamala nervt. Und das ist schade, denn ich habe das Gefühl, dass da wesentlich mehr drin war. Und eine kurze Werbepause in eigener Sache. Unter unserem Video zu Ahsoka Folge 6 sind wir mehrfach auf das T-Shirt angesprochen worden, das ich da getragen habe. Die inkarnierte Manifestation einer blonden juvenilen Elbe von einem equinen Lichtwesen mit melancholisch-ätherischem Blick in Richtung des ozeanischen Horizonts astralisch dirigiert, präsentiert sich hier in einer zeitgenössischen Malerei, die in der Darbietung einer heiteren Naturszene ihre Perfektion findet. Wenn ihr auch Kunstkenner seid und die vollkommene Ästhetik stolz auf der Brust tragen wollt, dann werft doch einen Blick in unseren Spreadshop, in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findet ihr übrigens noch mehr aus dem Hause Movie Amps. Und jetzt geht's weiter. Kommen wir nun zu Brie Larson. Wie gesagt, hatte ich die Hoffnung, dass Captain Marvel hier einen besseren Auftritt hinlegen würde als bislang, unter anderem auch, weil ich dachte, dass bei Disney irgendwas an Fankritik schon ankommen würde. Ich dachte, irgendjemand in der Chefetage wird schon noch mitbekommen, dass Captain Marvel viel zu emotionslos und arrogant gespielt und gleichzeitig viel zu übermächtig dargestellt wurde und dass man versuchen würde, das in The Marvels zu korrigieren.
Doch ich hatte nicht damit gerechnet, aus welch undurchdringlich selbstherrlichen Zement der Elfenbeinturm gebaut sein muss, aus dem heraus Disney die aktuellen Top-Franchises und sich selber Richtung Abgrund steuert. Larsen starkst erneut mit einer so unsympathischen Holzschnitzmimik über die Leinwand, dass es einem im Kinosessel nahezu fröstelt. Sie wirkt in The Marvels tatsächlich noch verbitterter und verkrampfter als in ihrem ersten Marvel-Auftritt, was auch damit zu tun hat, dass sie, soweit ich das sehen kann, nochmal ordentlich abgenommen hat und das für mich einfach nicht mehr so richtig gesund aussieht und ihr Gesicht noch härter wirken lässt. Und dann bekommt sie auch noch einen unglücklichen Einstieg in den Film. Gleich zu Beginn bekommt sie mit, wie Monica Rambeau, für die sie wie eine Tante ist, sie über viele Jahre vermisst hat und offensichtlich verletzt ist, weil sie sich von ihr im Stich gelassen fühlt. Anstatt, dass da jetzt was in Larsens Mimik passiert, schüttelt sie nur verständnislos den Kopf. Und als Captain Marvel erstmals auf Kamala trifft, wird auch nur unsympathisch herumkommandiert. Ja, für dieses Verhalten entschuldigt sich Danvers später immerhin, aber das macht ihren Einstieg auch nicht besser. Und als dann doch noch eine Träne über Larsens Gesicht kullert und man das Gefühl bekommt, da passiert jetzt vielleicht noch was mit der Figur, ist der Film auch fast schon vorbei. Vielleicht war die Gesangseinlage der verzweifelte Versuch, Captain Marvel etwas sympathischer zu machen, aber im gesamten Kontext wirkt das einfach zu absurd und hinter der Gesangseinlage steht immerhin auch die Information, dass Captain Marvel rein aus politisch-taktischen Gründen geheiratet hat und das ist nun mal auch nicht so sonderlich sympathisch. Ja, und ganz am Schluss erfahren wir dann noch einmal, dass Captain Marvel einfach so mega, mega mächtig ist. Und zwar so mächtig, dass sie problemlos in das Innere einer erkaltenden Sonne fliegt und sie einfach mal wieder anwirft. In Endgame hatte sie noch eine vergleichsweise kleine Explosion im Finale erstmal ins Aus versetzt, aber eine Sonne anzuschmeißen, das geht natürlich, weil die Autoren das so wollen. Tja, und was ist jetzt mit Monica Rambeau? Nun, ihr wird die tragischste Rolle zuteil, da ihre Mutter an Krebs verstorben ist. Aber auch daraus wird einfach nichts Charakterbildendes gemacht. Monica beklagt sich darüber, dass Carol Danvers, die die beste Freundin ihrer Mutter war, sich über viele Jahre nicht hat blicken lassen und wirft ihr das immer mal wieder vor. Die Konstellation an sich ist schon recht schwer nachvollziehbar, aber mehr noch, sie überschattet Rambeaus tatsächlichen Verlust. Es wirkt fast so, als habe ihr die Trennung zu Danvers mehr zu schaffen gemacht als der Verlust der Mutter. Hinzu kommt, dass Teyonah Parris schauspielerisch ebenfalls sichtlich überfordert ist. Ihre Mimik wirkt einfach viel zu aufgesetzt und chargierend. Rambeau, Danvers und Kamala sollen Girl Power und Best Friends Forever Funken versprühen. Aber hinter ihrem Gepose und den wirklich komplett unwitzigen Gags stecken halt keine echten Charaktere, keine nachvollziehbaren Figuren. Alles ist schrill und überdreht und ja, man sieht dem Film auch das Wahnsinnsbudget an. Allein an Emotionen fehlt es. Das liegt natürlich auch an der völlig chaotischen Handlung, die dermaßen verwirrend und absurd ist, dass ich gar nicht weiß, wo ich eine Zusammenfassung beginnen soll. Captain Marvel hat sich nach den Geschehnissen ihres ersten Filmes an den Kree gerecht und ihr Volk an den Rand der Vernichtung gebracht. Auf dem Heimatplaneten der Kree ist dadurch Bürgerkrieg ausgebrochen und dummerweise erlöscht gleichzeitig auch ihre Sonne. Die Kree-Anführerin Dar Ben begibt sich auf einen Rachefeldzug und beginnt, nach zwei Superpower-Armreifen zu suchen, um mit deren Hilfe Sprungpunkte im Weltraum zu manipulieren. In der Eröffnungsszene findet Dar Ben einen der Armreifen und gleich diese erste Szene gibt uns Einblicke in die Qualität, mit der die Dialoge von The Marvels geschrieben wurden. Zitat: Nur einer der Armreife ist hier, sie wurden aber als Paar geschmiedet. Antwort: Dann suchen wir weiter. Irgendwo muss es sein. Antwort: Irgendwo? Wo denn? Wie solche Zeilen den Weg in die Eröffnungsszene eines 270 Millionen Dollar Filmes finden, es ist einfach unbegreiflich. Aber auch abseits dessen ist Dar Ben wohl so ziemlich der schwächste Antagonist aus dem Marvel-Universum. Optisch ist sie ein Abklatsch des Kree's Ronan der Ankläger und zwischen dem erzählerischen Chaos, den Gesangseinlagen und dem albernen Klamauk bietet sich ihr auch einfach gar keine Gelegenheit, mal wirklich bedrohlich oder übermächtig zu wirken. In 2 Jahren wird einfach niemand mehr wissen, wer Dar Ben war. Sie ist eines der Reiskörner, die aus dem Sack Reis kippen und nicht mehr.
Was nach dieser Eingangssequenz folgt, soll wohl irgendwie sowas sein wie ein Plot, gleicht aber einer willkürlich zusammengestellten Kompilation aus den TikTok-Videos der Woche, einem KI-generierten Potpourri sinnfreier Dialoge und generischer Action, die in Teilen recht ansehnlich ist und in anderen Teilen wiederum technisch dermaßen übel umgesetzt wurde, dass man glauben könnte, ein Filmstudent habe sich zum ersten Mal an After Effects ausprobiert. In einem wahnsinnigen Tempo wird zwischen verschiedenen Locations und Figuren hin und her geschnitten. Wer Captain Marvel, Miss Marvel und WandaVision nicht noch hochaktuell auf dem Zeiger hat, dürfte gar nichts mehr begreifen. Und selbst für die Wahnsinnigen, die sich diese Untiefen des MCUs wirklich komplett gegeben haben, tun sich mit jeder Szene mehr Fragen auf als Antworten. Das Tempo ist meiner Meinung nach absichtlich so hoch angesetzt, damit man als Zuschauer keine Zeit hat, sich zu fragen, was das Ganze soll und wer von diesen Superhelden überhaupt was kann und was will. Zwischenzeitlich wird im Dialogen sehr viel erklärt und zeitgleich doch nichts. So werden die lichtgetriebenen Superfähigkeiten von Danvers, Rambeau und Kamala miteinander gekoppelt, weil sie zeitgleich in Kontakt mit dem Armreif bzw. den manipulierten Sprungpunkten waren und nun tauschen die drei ständig und unkontrolliert ihre Positionen. Aber eine Erklärung, was da wie warum passiert, liefern die hochtrabenden Dialoge nie. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ziemlich entlarvend, dass die wenigen Kritiker, die den Film tatsächlich als gut einordnen, auch in aller Regel nicht schaffen, die Handlung wiederzugeben, bis auf die absolute Grundkonstellation, die schon in der Presseinformation stand. Dass Dar-Ben die Sprungpunkte etwa dafür verwenden will, die Atmosphäre der Skrulls für ihr eigenes Volk zu stehlen, wird nur in Nebensätzen zusammenhangslos erwähnt. Dabei wäre das eine zentrale plottreibende Information. Die Dialoge sind schnell und überladen, aber sie fokussieren einfach nie auf das Wesentliche. Und somit versteht man das, was die Figuren eigentlich wollen, meist erst dann, wenn es schon passiert. Und das ist einfach unspannend und schlecht erzählt. Die Epilepsiegefahr würde ich bei The Marvels als akut einschätzen und trotz des hohen Tempos und der Dauerbeschallung an schrillen TikTok-Momenten ist der Film gähnend langweilig. Das menschliche Hirn kann halt auch nur eine bestimmte Menge an Abfall kompostieren. Zahlreiche Handlungsstränge werden eingeführt, aber nicht zu Ende gedacht oder erzählt. Stilistische Mittel wie eine Comic-Animation zu Beginn oder eben die Musical-Einlage werden implementiert, aber nicht wieder aufgegriffen. Figuren tauchen auf und werden in Kämpfe verwickelt, doch die Kamera bleibt an irgendwas anderem hängen und wir wissen am Ende nicht, was aus diesen Figuren wird. The Marvels will Schrödingers Film sein. Alles und nichts gleichzeitig. Und doch ist er am Ende lediglich nichts. Inszeniert ist The Marvels allerdings nicht schlecht. Einige Aufnahmen sehen wirklich hübsch aus und es gibt sogar manche kreative Ideen, die durchaus gefällig sind. Der stärkste und witzigste Moment des Filmes ist wohl eine Szene, in der die Flurken, also die altbekannten Katzententakelwesen zu Andrew Lloyd Webbers Memories aus dem Musical Cats, einen ganz besonderen Auftritt bekommen. Das bietet für einige Sekunden trashigen Spaß, aber nachhaltig ist das natürlich auch nicht. Am Ende erfahren wir in einer Post-Credit-Szene dann das, was wir längst wissen, nämlich, dass im Marvel-Multiversum niemand mehr so richtig tot ist. Alles, was es jetzt braucht, ist eine neue Paralleldimension. Das große Opfer, das Rambeau am Ende auf sich nimmt, um die Welt zu retten, wird gleich wieder auf Null gedreht, als sie in einer parallelen Dimension neben ihrer Mutter Maria Rambeau aufwacht, um die wir doch gerade erst getrauert hatten. Und dann gibt es noch eine Verbindung zu X-Men und es fällt der Name Charles in Anspielung auf Charles Xavier und wir sehen Kate Bishop und bekommen Hinweise auf die Young Avengers und dann ist man eigentlich nur noch froh, dass diese Qual an Film vorbei ist. Am Ende bleibt nicht mehr zu sagen, als dass The Marvels, euphemistisch ausgedrückt, ein Faszinosum ist. Es ist offensichtlich, dass man eine weibliche Zielgruppe ansprechen wollte und daher auch nahezu alle Männerrollen auf ein Minimum reduziert hat. Andererseits, wenn Disney ernsthaft im Glauben ist, man könne mit diesem chaotischen Mix aus oberflächlichen Charakteren, schlechten Gags und sinnlosem Klamauk eine vornehmlich weibliche Zielgruppe ansprechen und für Marvel begeistern, muss ich dieses Weltbild schon fast als frauenfeindlich auslegen.
Gesangseinlagen, mal Prinzesschen sein, dumme Gags und pinke Planeten sind halt was für Mädchen. Stereotyper geht es wohl kaum. Und ganz offensichtlich geht dieses platte Kalkül dann auch zu Recht nicht auf. Und ganz offensichtlich geht dieses platte Kalkül denn auch zu Recht nicht auf. Denn der Kinosaal war am ersten Spieltag tagsüber nahezu komplett leer. Außer mir saßen nur noch 5 weitere Personen im Kino, ein gigantisch großer leerer Saal. Und das waren 4 Kerle und eine junge Dame, die ganz offenbar ihren Freund begleitet hat. Als in der Mitte des Filmes angefangen wurde zu singen, verließ einer der Typen den Saal. Das war der Moment, als auch bei mir die allerletzte Bindung zu Disney Marvel gekappt wurde. Eine Filmreihe, die ich anfänglich mal irgendwann geliebt und gefeiert habe und die mir dann mehr und mehr gleichgültiger wurde. Ich kann mit reinem Gewissen sagen, dass ich The Marvels eine Chance geben wollte und auf einen Überraschungshit gehofft hatte. Doch am Ende bleibt nur die Frage, warum gibt es diesen Film überhaupt? Und die einzige Erklärung, die ich finde, ist, dass Disney, aus welchem Grund auch immer, von seinen Fans gehasst werden will. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne unter der movieamps@gmail.com tun. Und nicht vergessen, jeden ersten Dienstag im Monat veranstalten wir einen Livestream auf unserem Zweitkanal Amps Live. Vielleicht sehen wir uns ja dort.